und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. In diesem Jahr möchte ich aber wirklich 100.000 Euro in Aktien investieren und ich habe mir ein System überlegt, wie ich das Ganze umsetzen möchte. Ich habe es im letzten Jahr versucht und wenn ich mir so überlege, wann hat es gut funktioniert, wann habe ich es geschafft, die Summen zu investieren, die ich investieren wollte und wann hat es nicht funktioniert, dann fällt mir doch auf, dass ich, gehen wir zum Beispiel auf das letzte Jahr ein, da sehen wir, dass ich am Anfang des Jahres noch relativ gut investiert habe und dann in vielen Monaten sind es eigentlich nur noch meine Sparpläne gewesen. Und wenn ich das so die letzten Jahre drüber nachdenke oder auch mal gucke hier in meine Zahlen, dann fällt mir doch auf, wann habe ich es eigentlich geschafft, ordentlich zu investieren. Und wenn ich jetzt mal reingehe hier, ich habe es hier mal vorausgewählt, zum Beispiel in den Monat März, da habe ich einfach konsequent Aktien gekauft. Da habe ich einfach, dass es so eine richtige Routine geworden ist für mich, einfach konsequent jedes ständig Aktien zu kaufen. Guck mal hier zum Beispiel in März oder in April, da habe ich viele einzelne Käufe getätigt. Oder hier auch im Monat Mai 2020, da habe ich unfassbar viele kleine Aktienkäufe getätigt. Ich habe quasi einfach das zur Gewohnheit werden lassen, jede Woche Aktien zu kaufen. Das habe ich natürlich damals insbesondere deshalb gemacht, weil es an der Börse ja ziemlich düster aussah und es nicht so ganz einfach war, da Aktien zu kaufen. Man hatte immer das Gefühl, man greift ins fallende Messer, du kaufst und eine Woche später steht es nochmal 5% tiefer. Das war natürlich nicht so einfach und um mich da selber zu ermahnen, dennoch regelmäßig ins fallende Messer zu greifen, habe ich das umgesetzt. Und genau das habe ich mir für dieses Jahr ebenfalls vorgestellt. Dieses Jahr sollen es die 100.000 Euro in Aktien werden. Die Tabelle ist bereits vorbereitet, aber in diesem Jahr möchte ich das Ganze ein klein wenig anders aufziehen. Und zwar soll das meine Strategie werden für dieses Jahr. Ich habe mir überlegt, ich werde in diesem Jahr in jeder Woche des Jahres, gibt 52, möchte ich 2.000 Euro investieren. Das heißt, ich habe die 100.000 sollte ich knacken, weil 52 mal 2.000 sind 104.000 Euro. Und ich habe mir da so eine kleine Tabelle vorbereitet. Das sind hier die ganzen einzelnen Wochen, die es so gibt. Das geht bis Dezember, Woche 5. Der Dezember hat quasi 5 gute Werktagswochen, könnte man vielleicht sagen. Und in Summe sind es 52 Wochen. Und ich möchte in diesem Jahr das einfach so umsetzen, dass ich konsequent dranbleibe, Aktien zu kaufen und mich da auch selber verpflichte, das Ganze zu machen, jede Woche 2.000 Euro in Aktien zu stecken. Natürlich muss ich sagen, ich habe mir das Ziel vorgenommen, die 100.000 Euro in Aktien zu investieren. Und auch letztes Jahr hatte ich mir das Ziel vorgenommen und da gab es viele Umstände. Und letztendlich dachte ich mir dann so ein bisschen, na gut, du bist das Opfer der Umstände und kannst das Ganze nicht machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Jahr auch irgendwelche Umstände geben wird, die mich davon abhalten werden, in Aktien zu investieren. Und deswegen, ich bin nicht das Opfer der Umstände, sondern ich entscheide selber über mein Leben und ich werde in diesem Jahr jede Woche 2.000 Euro in Aktien investieren. Und ich werde es so machen, dass ich sogar einmal im Monat, denke ich so, einmal oder zweimal im Monat, werde ich ein Video dazu machen. Und zwar, ich bringe ja sowieso einmal im Monat, spreche ich über ein aktuelles Depot-Update, was ich so gekauft habe oder auch wie die Performance war, was es für Dividenden gab und so weiter und so fort. Das kennt ihr alles, wo ich quasi diese Tabelle vorstelle. Und das werde ich beibehalten, aber ich spreche ja dann nicht so viel über einzelne Werte, warum ich was gekauft habe und so weiter. Und das möchte ich jetzt ändern, gerade wenn ich jede Woche für 2.000 Euro Aktien kaufe, werden ja Minimum 4 Aktien anfallen. Okay, vielleicht sind es in manchen Wochen die gleichen Werte, aber ich werde quasi viele Werte in diesem Jahr kaufen, aufstocken, wie dem auch sei. Und dafür ist das Depot-Update nicht gedacht. Deswegen ist die Überlegung, da ein extra Video zu machen, vielleicht quasi ein Halbmonats-Update oder sowas, wo ich darüber spreche, was für Aktien ich in den letzten 4 Wochen gekauft habe. Und genau damit möchte ich jetzt anfangen, möchte zeigen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe und möchte über einzelne Werte sprechen. Achso, ein Hinweis noch. Ich habe in den letzten Depot-Updates kam oft so ein bisschen der Vorwurf, ist ja schön und gut, wenn du das da alles bei Portfolio Performance zeigst und da irgendwas in deinen Excel-Tabellen rumspielst, ist alles schön und gut, das kann ich auch, aber zeig doch mal schwarz auf weiß,
dass du das auch in Depots hast. Klar, du zeigst immer das kleine Depot da mit 20.000 Euro, aber das große, wo hier irgendwie über 200.000 drin sein müssten, das zeigst du nie und deswegen werde ich das auch abändern, dass ich das auch transparenter mit zeige, dass auch dieses Depot immer mal wieder zu sehen sein wird. Jetzt fangen wir mal an. Wir sind bereits, heute ist der 20., das heißt, ich glaube, am 22. Januar sollte das Video online gehen. Ich habe bereits für diese Woche Aktien gekauft und auch für die letzten beiden Wochen. Und zwar angefangen habe ich in der ersten Januarwoche, indem ich 60 Aktien von British American Tobacco gekauft habe. Und ich decke auch gleich mal die zweite Woche auf, weil, große Überraschung, da ist nochmal 60 Mal British American Tobacco dabei. Und wer sich an das letzte Depot-Update erinnert, im Dezember habe ich ebenfalls Aktien von British American Tobacco gekauft. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten beiden Monaten, ich weiß gar nicht, 150 Aktien oder sowas von British American Tobacco gekauft. Und die Konsequenz ist, dass ich jetzt in meinem Depot genau 300 Aktien von British American Tobacco habe im Wert von 11.280 Euro. Ich habe ein Video gemacht zu British American Tobacco und warum ich der Überzeugung bin, dass das Unternehmen eigentlich hoffnungslos unterbewertet ist und dass man das eigentlich der Markt einpreist, das gefühlt in 7 Jahren niemand mehr raucht. Das war so in etwa das, was der Markt da einpreist, dafür, dass British American Tobacco nach wie vor solide wächst, eine moderate Ausschüttungsquote hat, die Verschuldung ordentlich zurückgefahren hat und ich habe noch gekauft, wo man so 7,8% Dividendenrendite hat und ich glaube, die Free Cashflow-Rendite lag eher irgendwie bei 12% und ich persönlich gehe einfach nicht davon aus, dass es in 7 Jahren auf der Welt keine Raucher mehr geben wird und ich glaube sogar, dass das in gewissermaßen ein Grundbedürfnis des Menschen ist und gerade wenn die Regierungen auf dieser Welt auf die Idee kommen, Dinge zu verbieten, dann wird es da andere Möglichkeiten geben. Von daher bin ich der Überzeugung, dass British American Tobacco auch in den kommenden Jahren noch ordentlich Geld verdienen wird. Ich habe das in dem Video, in meinem Boomer-Video, habe ich das ja sehr schön herausgearbeitet und auch gerade wenn so die zukünftigen Branchen, die in der Tobacco-Welt entstehen, dass British American Tobacco da sehr gut aufgestellt ist und aus diesem Grund habe ich das Ganze aufgestockt. Da muss ich sagen, dass ich auch ein kleines bisschen Glück gehabt habe, gerade als ich angefangen habe zu kaufen. Moment, ich zeige euch das Ganze mal hier, British American Tobacco. Ich packe mich mal schnell auf diese Seite hier. Guckt mal hier unten. Ich habe angefangen, machen wir mal hier 2 Jahre und wir ziehen das mal noch ein bisschen hoch. Guckt mal, hier unten habe ich gekauft. Ich habe hier im Dezember den Wert, wo ich gekauft habe und dann jetzt hier die beiden Käufe sind halt hier 60 und 40 Stück und danach ging die Aktie aber richtig steil nach oben. Also habe ich noch relativ günstige Einstiegskurse erwischt. Aber mal gucken, ich habe in Summe jetzt einen Einstandskurs von so 32 Euro, könnte man sagen, ist quasi mein durchschnittlicher Einstiegskurs bei British American Tobacco. Dazu habe ich dann noch 10 Aktien des US-Dividenden-Aristokraten-ETF gekauft. Das habe ich mir ganz grundsätzlich gesagt, das werde ich regelmäßig, werde ich den mal wieder ein kleines bisschen aufstocken, bis ich bei dieser Position den Wert erreicht habe, dass ich 100 Euro im Quartal an Dividende bekomme. Das heißt, da muss ich noch viele, viele Male aufstocken, aber der wird quasi immer mal, wenn ich noch ein bisschen was über habe, hier quasi, wenn ich ein Investment tätige, hier 1.400 Euro waren das und 600 Euro waren quasi über, das habe ich direkt in den Dividenden-Aristokraten-ETF gesteckt. Und jetzt kommt noch Woche 3 und da ist ja was überaus Spannendes passiert und zwar habe ich gekauft 39 Aktien von Unilever und nochmal 4 Anteile des US-Dividenden-Aristokraten-ETF. Die 4 sind einfach die übergeblieben sind, in Summe für 1.998 Euro. Unilever-Aktien habe ich gekauft für nicht ganz unten im Tief, sondern schon es ist quasi wieder 6% gestiegen ist oder sowas, für 1.748 Euro. Und davon habe ich jetzt im Depot, wir können es uns hier nochmal angucken, kann ich mich wieder herübersetzen, hier unten ist jetzt die Position, da habe ich jetzt 232 Aktien im Depot, noch irgendwas von den Sparplänen halten, Wert von 10.400. Das ist aber nicht alles, weil in der Sparplanoffensive 2020 hatte ich Unilever ja auch drin und da sind nochmal 6,28 Aktien und ich glaube, um glatt 100 Euro im Monat, im Quartal Dividende zu bekommen, und das war so die Zielgröße, die ich mir für Unilever überlegt hatte, braucht man
238,1 Aktien und das habe ich damit erreicht. Also 6,3 haben wir hier und 6,3 und ja, ich habe quasi 239 Aktien im Depot und das sollte genau ausreichend sein, um 100 Euro im Quartal an Dividende zu bekommen. Das war so die Zielgröße, die ich hatte für Unilever und damit bin ich auch erstmal fertig bei Unilever. Also ab jetzt kann die Aktie gern gen Himmel steigen. Und Unilever ist ja ein Unternehmen, da gab es in den letzten Tagen sehr viele Berichte drüber, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich auch aus allen Wolken gefallen bin. Ich verfolge das Unternehmen nun schon ein kleines bisschen länger und das Unternehmen kam auf die glorreiche Idee, die ja, Konsumgüter-Sparte, könnte man vielleicht sagen, von GlaxoSmithKline zu übernehmen. Und das ist ja nun überhaupt nicht das gewesen, was man erwartet hat und die Aktie ist daraufhin nochmal 10-12% eingebrochen. Unilever hat über die letzten Jahre eine Aufgabe gehabt, das Portfolio auszurichten auf margenstarke, auf wachstumsstarke Kernmarken und den ganzen anderen Mist abzustoßen. Und das hat man über die letzten Jahre auch so irgendwie ein bisschen hinbekommen, aber nicht so richtig. Man hat zum Beispiel, der eine und andere erinnert sich hier so, Letta, Rama, das hat mal zu Unilever gehört, jetzt die Teesparte hat man jetzt nach x Jahren endlich geschafft abzuspalten. Und jetzt kann man, also so langsam war der Gedanke, wie ein Nestlé das gemacht hat, wie Procter & Gamble das gemacht haben, dass man quasi sich wirklich fokussiert auf ein Kernportfolio von Marken, die gut wachsen, wo die Margen stark sind, wo man in einer guten Position ist und den ganzen anderen Mist einfach abzustoßen. Procter & Gamble und Nestlé haben damit schon ein paar Jahre eher angefangen und sind gelaufen wie Nachbarslumpi, kann man sagen, also beide Werte richtig gut. Procter & Gamble, hier habe ich eine ganz kleine Position, guck dich mal an, warte mal, mach mal hier mal 5 Jahre, hatte hier quasi auch ein großes Problem und ist richtig ordentlich gestiegen. Oder auch eine Nestlé hatte hier 2018 quasi das gleiche Problem und guckt euch mal an, wie die Werte gestiegen sind. Seit 2018 hier von 60 auf 120 quasi eine Verdopplung und Procter & Gamble hier von 2018 hier haben wir auch von 60 auf 140 gestiegen. Also mehr als eine Verdopplung bei diesen Werten. Und jetzt gucken wir uns den Unilever-Verlauf mal an. Hier Unilever 2018 stand bei genau dem gleichen Spaß, wo man heute steht. Also, da ist nicht viel passiert. Man ist auch von der Bewertung deutlich, deutlich unter Procter & Gamble und Nestle. Das heißt, man hat auf jeden Fall Potenzial, aber man hat auch ordentlich Aufgaben. So, auf jeden Fall, das ist ja die grundsätzliche Ausrichtung von Unilever. Und jetzt kommt man auf die Idee, man hat schon ein bisschen was abgestoßen und jetzt will man dieses nächste Riesenportfolio kaufen, wo alles Mögliche drin ist, für 60 Milliarden. Wo man denkt, was ist los? Was ist los? Man hat Aufgaben, sein eigenes Portfolio zu entschlacken, dann will man das nächste Potpourri von einer Masse an einzelnen Marken kaufen. Klar, sind starke Marken dabei, GlaxoSmithKline, Dr. Best, Sensodyne, Voltaren und solche Sachen gehören da alles dazu. Das sind ja nur noch eher rezeptfreie Medikamente teilweise und alles Mögliche, was jetzt auch nicht der Kernbereich von Unilever ist, aber sei es drum, also das war auf jeden Fall, man sieht es hier, der Kurs ist ordentlich abgestürzt und ich habe hier gekauft, jetzt nachdem sie es quasi wieder gefangen hatte. Warum habe ich jetzt gekauft? Unilever hat bestätigt gestern Abend, hier haben wir es, Unilever-Update zum 19. Januar. Unilever wird, we will not increase our offer für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline. Damit ist quasi die Übernahme abgesagt, Gott sei Dank, würde ich sagen. Und deswegen hat die Aktie dann auch direkt wieder 6% zugelegt. Sieht man ja hier sehr schön, ging direkt wieder nach oben, als man gesagt hat, okay, wir lassen es sein, dann ging es direkt wieder nach oben. Dennoch ist es so ein Zeichen, das Management, gab es in den letzten Wochen schon viele Berichte. Unilever, man muss sich auf der Website mal umgucken, News, was die berichten. Warte mal, ich will gucken mal hier, ob wir das sehen, News Search. Das Einzige, über was Unilever berichtet, na, nicht diese Male, ist Reduzierung von Plastik, clean, green, was weiß ich nicht was. Die haben es ist ja schön und gut, wenn die einen Purpose haben, wenn das aber zulasten des Shareholder Values geht, und das geht es massiv, quasi seitdem Unilever angefangen hat, wir machen jetzt einen auf grüne Hipster, ist da nichts mehr passiert. Also da ist das EPS geht quasi seitwärts und es gibt durchaus viele aktivistische Investoren, die inzwischen sagen hier, Management, ihr habt genau eine Aufgabe und zwar langfristig den Shareholder Value zu erhöhen. Dass ihr dabei den Umbau zu erneuerbaren Energien und dass man weniger Plastik braucht, alles gut und schön.
Aber das sollte nicht der oberste Purpose sein oder was auch immer. Das sieht man bei Nestle, Procter & Gamble, Coca-Cola, die gehen alle in eine Richtung, die fokussieren sich natürlich auf, dass die Verpackungen erneuerbar sind und so weiter und so fort. Unilever, das Einzige, wenn man sich anguckt, wo der Unilever-Boss spricht, das ist eine Nachhaltigkeitskonferenz nach der anderen. Es wäre schön, wenn der sich mal wieder auf die Aufgaben konzentriert, die er eigentlich hat, wofür er eingesetzt worden ist. Es kann nicht sein, dass das quasi langfristig zu Lasten des Shareholder-Values geht. So viel dazu. Eine Sache oder zwei Sachen dazu noch. Und zwar Unilever ist natürlich ordentlich unter die Räder gekommen. Hier. Schauen wir uns aber mal vor 5 Jahren an oder den Kurs sogar noch ein kleines bisschen länger. Was ist hier passiert? Ich glaube, es war 2016, 2017. Hat Warren Buffett, unter anderem Warren Buffett und 3G Capital oder sowas heißt die Beteiligungsgesellschaft, wollte damals und mit Heinz Kraft zusammen, glaube ich, wollten Unilever schlucken, weil sie es halt deutlich unterbewertet gesehen haben. Und dieses Value oder diese Marktkapitalisierung, die man damals übernehmen wollte, quasi vor 6 Jahren, die hat Unilever jetzt mehr oder weniger wieder. Das heißt, ich denke, bei Unilever ist quasi, wir haben wie so eine Art Boden gefunden, ohne dass ich jetzt ein Charttechniker bin, aber wir haben wie so eine Art Boden, das sehr viel tiefer kann es quasi nicht sinken. Wir sehen es hier drüben, weil das war der Moment, wo eine Übernahme riskant ist, also dass Unilever gekauft wird. Es gibt auch die Überlegung, dass Unilever die Konsumgütersparte von GSK kaufen wollte, um einer Übernahme zuvorzukommen, weil bereits das Management wohl wüsste, dass es eine erneute Übernahme geben soll und quasi, okay, wenn du auf einmal halt die doppelte Marktwert im Schnitt hast, was da übernommen werden müsste und wie dem auch sei, dass es quasi eine Prävention war, um nicht übernommen zu werden. Ich hoffe wirklich, dass bei Unilever jetzt mal aufgeräumt wird, dass entweder das Management sich darauf fokussiert, was sie machen, was ihre Aufgabe ist. Ich habe aber das Gefühl, dass bei Unilever quasi so ein Boden ist und der ist hier in etwa bei dem Kurs, den wir aktuell haben, weil ansonsten ist Unilever so attraktiv bewertet, dass ein aktivistischer Investor oder irgendein großes Powerhouse kommt, den Laden übernimmt und dort für Ruhe und Ordnung sorgt. Für ein bisschen Zucht und Ordnung muss da mal wieder rein und ich denke, dass so ordentliche Beteiligungsgesellschaft, vielleicht unter Führung von Warren Buffett, da durchaus geeignet wäre, sowas zu machen. Also was will ich sagen? Unilever grundsätzlich bombastisch aufgestellt in den Schwellenländern, unfassbar gute Situation. Man hat halt mit dem Management echt ein Klotz am Bein. Muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, langfristig gesehen ist Unilever ein sehr ordentliches Play, was einen ordentlichen Rechtsrahmen hat, jetzt in Großbritannien, aber gleichzeitig natürlich eigentlich ein Schwellenländer-Play ist. Von daher, langfristig bin ich hier positiv gestimmt und zum Abschied zu Unilever will ich dazu noch Folgendes sagen. Und zwar hier, das ist eine Story von Waikiki, von Helmut. Der ein oder andere kennt den sicherlich von Instagram. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Ist ein wunderbarer Instagram-Kanal, den kann man sich durchaus mal angucken. Der hatte mal super spannende Stories und zwar, wer ist Helmut? Helmut investiert, glaube ich, seit 30, 40 Jahren in Aktien und ist finanziell frei, verdient, macht zigtausende, mehrere 10.000 Dollar in vielen Monaten, was er an Dividende bekommt und so mit ganz klassischen, langweiligen 0815 Dividendenaktien. Und der teilt immer mal so ein bisschen seine Erfahrungen. Unter anderem geht es hier um Procter & Gamble. Procter & Gamble in der Krise. Was ist denn das für eine Schlagzeile an dem Tag, wo Procter & Gamble gute Zahlen vermeldet war, gestern? Und die Aktie mit 163 US-Dollar fast auf All-Time-High notiert. Diese Schlagzeile stammt aus der Zeit zu Beginn des neuen Jahrtausends, als Procter & Gamble in einer Krise steckte und der Kurs der Aktie damals fast 50% auf nur noch 27 US-Dollar verloren hätte. Hätte ich damals meine Procter & Gamble-Aktien verkauft, würde ich mich heute schwarz ärgern, denn seitdem wären aus 10.000 US-Dollar in Procter & Gamble-Aktien inklusive Dividende bis heute ein Betrag von über 70.000 US-Dollar geworden. Zum Vergleich, der Nasdaq hat seitdem nur gut 200% zugelegt. Heute steht Unilever vor größeren Herausforderungen und der Aktienkurs hat in den letzten 3 Jahren über 30% verloren. Vielleicht fällt der Kurs noch etwas weiter, aber wer jetzt seine Unilever-Aktien verkauft, wird sich in 20 Jahren wohl schwarz ärgern. Daher hatte ich bei Unilever erst vor kurzem aufgestockt und werde wohl bald möglicherweise nochmal nachkaufen. Möglicherweise heißt es in 5 Jahren Rekordgewinne bei Unilever und was ist dann bei Procter & Gamble los? Gibt es dort Probleme? Kein Unternehmen läuft über Jahrzehnte immer geradlinig. Schwankungen von Aktien gehören einfach zum Alltag. Es geht mal runter und auch mal rauf, aber langfristig kennt die Börse bei guten Unternehmen immer nur
neue Höchstwerte, soll das letzte, glaube ich, heißen. Also, ist doch ein schönes Schlusswort zu Unilever. Ich glaube, Unilever ist grundsätzlich ein tolles Unternehmen mit tollen Marken im Portfolio, wo mal ordentlich aufgeräumt werden muss. Das Unternehmen ist bombastisch in den Schwellenländern aufgestellt. Asiatisches Jahrzehnt, Jahrhundert, wenn Asien, wenn Indien hochkommen. Und Procter & Gamble hat dort, und Unilever hat dort so viele starke Marken bereits platziert. Wenn die Leute dort mehr Geld ausgeben für Konsumgüter, dann wird insbesondere ein Unternehmen profitieren. Unilever, deswegen für mich. Ich habe die Position jetzt soweit voll gemacht, so wie Helmut das quasi gesagt hat, 10.000 Euro sind da in etwa drin. Mal gucken, ob ich in 20 Jahren dann 70.000 Euro inklusive der Dividenden habe. Das würde mich natürlich überaus freuen. Also Position ist voll, ab jetzt kann es gerne nach oben gehen. Überlegungen zu Unilever sind soweit vollständig. So viel zu den ersten drei Wochen. Nächste Woche geht es quasi bei mir mit den Käufen weiter und dann kommt natürlich auch das ganze Depot-Update. Ich werde das jetzt öfter mal machen, dass ich quasi ein Video bringe, wo ich genau über solche Situationen, solche Überlegungen berichte, was ich kaufe und so weiter und so fort, damit wir das Ziel erreichen, damit ich mein Ziel erreiche, jede Woche für 2.000 Euro Aktien kaufen und das 52 Wochen lang, damit ich meine 100.000, damit das hier diesmal ein bisschen mehr grün ist. Guckt euch, das letztes Jahr war ja alles immer nur rot, macht ja keine Freude, wir wollen ja grüne Zahlen sehen hier, nicht? Also, ab in diesem Jahr werden hier ein paar mehr grüne Zahlen stehen, indem ich diesen Plan verfolge. So sieht es aus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es gewesen sein. Hast du auch bei Unilever nachgekauft oder möglicherweise sogar verkauft? Wie siehst du die aktuelle Situation bei Unilever? Eher ein bisschen kritischer als ich oder würdest du meinen Überlegungen zustimmen? So, lange Rede, kurzer Sinn. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.